Hallo zusammen, wir sind wieder unterwegs in New York der 30er Jahre und spielen Cthulhu Confidential. Wir, das ist Cassandra. Hallo Cassandra. Hallo. Du übernimmst die Rolle von Vivian Sinclair hier heute Abend. Und ich bin der Frank, ich übernehme die Rolle von allen anderen, die da so in New York rumrennen. Genau, und wir sind jetzt in der vierten Session in unserem Abenteuer Fatal Frequencies. So, der englische Originaltitel. Ich weiß nicht, haben wir uns das übersetzt gehabt? Wir haben es tödliche Frequenzen getan. Tödliche Frequenz, ja, genau. Also jetzt die vierte Session in unserem Abenteuer tödliche Frequenzen. Genau, und ich würde auch gar nicht jetzt lang fackeln. Vielleicht möchtest du gerade grob zusammenfassen, was dir so bisher passiert ist. Ich ergänze das dann gerne und vielleicht auch schon mal so ein bisschen Ausblick, was jetzt so deine Pläne sind, damit wir alle abholen und ich auch ein Gefühl dafür habe, welche Richtung du da hier einschlägst. Mhm. Und wenn irgendwo Fragen sind noch, so zu Informationen, die du eigentlich hast, aber das irgendwie verloren gegangen ist, dann gucke ich dir gerne nach, dann einfach nachhaken. Mhm. Ja, okay. Also, ich spiele ja Vivian Sinclair. Ich bin Kolumnistin für die New York Herald Tribune Zeitung und bin Investigativjournalistin. Ich decke alles auf, was mit Korruption und gefährlichen Dingen in New York zu tun hat. Deswegen interessiert mich dieser Fall mittlerweile doch sehr. Vorher fand ich das nicht ganz so spannend, denn letzte Woche ist jemand verschwunden und seine Verlobte kam zu mir am Montag. Bei dem Verschwundenen handelt es sich um George Preston, der bei Fuller Electrical Repair arbeitet. Der ist bekannt, er ist eigentlich eher so ein Einzelgänger, ein bisschen verschroben, sehr belesen. Also jetzt nichts, was seine Verlobte, jetzt keine Persönlichkeit, die eigentlich dafür jetzt bekannt wäre, irgendwie mal abzutauchen oder irgendwelche anderen Dinge zu tun. Zumindest erzählt das seine Verlobte. Nachdem ich jetzt aber seinen Fall weiter untersucht habe und dem nachgegangen bin, hat sich herausgestellt auch, und das ist auch das, warum es dann doch wieder spannend ist, denn er ist eigentlich mordverdächtig. Denn in der Nachbarswohnung ist jemand ums Leben gekommen, und zwar auf eine sehr mysteriöse, schreckliche, grausame Art. Und er scheint der Hauptverdächtige zu sein. Genau, das ist am Mittwoch passiert. Und um das mal weiter zu spinnen oder weiter zu erzählen, was ich nämlich schon weiß, er hat, also George Preston, der verschwunden ist, hat an einer Maschine gebaut. Und diese Maschine soll angeblich psychische Phänomene sichtbar machen. Und was ich mittlerweile in meinem Besitz habe, sind die Baupläne dieser Maschine. Und was ich auch weiß, ist, dass er sich einen Arsch voll Geld geliehen hat von zwielichtigen Gestalten hier. Und wir jetzt noch spekulieren, wofür hat er das Geld gebraucht? Hat er das Geld gebraucht, um die Maschine überhaupt zu bauen, weil es teure Teile sind, die da reingehören? Hat er das Geld gebraucht, um abzutauchen? Das wissen wir noch nicht. Und ich stehe auch gerade in Kontakt zu Marty, das ist der Laufbursche der Mafia. Und der ist nämlich auch auf der Suche nach George. Und wir haben uns jetzt entschlossen, erstmal zusammenzuarbeiten. Zumindest so weit, dass sein Chef weiß, dass ich ihm nicht in die Quere kommen will. Sagen wir mal so. Aber das wäre jetzt nämlich was heute Abend an diesem Tag ansteht. Würde ich meine, ich habe nämlich abends eine Verabredung mit Marty, um ihm Informationen zu geben. Denn was ich auch weiß, ist, dass George, der an dieser Maschine gebaut hat, auch schon im Kontakt steht zu zwei weiteren Institutionen oder Personen hier in New York, die beide mit psychischen Phänomenen zu tun haben. Und das ist nämlich einmal der Tempel der Nephthys und zwar Madame Isis Neferi. Ist das richtig? Isis Neferi, die nämlich Kontakt zu den Toten aufnimmt und Seancen abhält. Und ihre Angestellte Pearl, die sind nämlich auch auf der Suche nach George, denn scheinbar hat er auch mit denen gesprochen und wollte die Maschine oder wollte irgendwie, und das weiß ich noch nicht so genau, ich weiß noch nicht genau, was haben George und Madame
Isis miteinander zu schaffen. Und das wäre nämlich auch eine weitere Adresse, die ich heute, der ich heute nachgehe, oder eine weitere Spur, der ich heute nachgehen muss. Ich war da bei Madame Isis, habe mir diese Seance angesehen, habe nichts feststellen können, was in die Richtung Übernatürliches oder Betrügereien geht. Auch das habe ich nicht erkennen können. Wollte mich aber nicht zu erkennen geben, weil ich auch nicht weiß, ob sie nicht was mit dem Verschwinden von George letztlich doch irgendwie zu tun hat. Aber ich habe Marty versprochen, weil er, so wie er halt ist, kann er schlecht bei Madame Isis aufmarschieren, ihm alles weiterzugeben, was ich herausfinden kann. Die zweite Partei allerdings ist diejenige, die solche psychischen Phänomene aufdeckt und wissenschaftlich untersucht. Und zwar ist das Here Ward Carrington, der aber immer noch auf wissenschaftliche Beweise für psychische Erscheinungen oder daran arbeitet und dementsprechend halt in der Zeit sehr, sehr viele Schwindler und Betrügereien aufdeckt. Und auch er war in Kontakt mit George und versteht sich natürlich nicht besonders gut mit dem Tempel auf Nephthys, denn hält die das natürlich für Scharlatanerie, was da vonstatten geht. Und von ihm habe ich Briefe gefunden. Der hat nämlich auch Interesse an der Maschine von George. Heißt also, alles führt zu dieser Maschine, die er gebaut hat. Und was ich über diese Maschine mittlerweile auch weiß, ist, dass er Donnerstagabend wieder zurück, oder dass er Donnerstagabend, weil er immer in seiner Firma, in der er arbeitet, bei Fuller Electrical Repair, da durfte er immer nach Feierabend an dieser Maschine arbeiten. Arbeitet dort auch mit Charlie Fitzgerald zusammen. Das ist eine Freundin von ihm, auch aus Kindheitstagen, die da aber auch jetzt als Mann inkognito verkleidet quasi arbeitet, damit sie da eine Stelle hat. Und die hat mich angelogen, denn die behauptete, dass sie George auch nicht mehr gesehen hatte oder dass sie gegangen ist Donnerstagabend und er noch da war und gebastelt. Jetzt weiß ich aber von Marty, der das nämlich beobachtet hat Donnerstagabend, dass sehr wohl Charlie und Mr. Fuller, also der Chef, dass die spät nachts aus dem Geschäft gegangen sind und George nicht rausgekommen ist. Außerdem wurde beobachtet von Marty, dass auch an dem Abend kam es wieder zu so einer elektrischen Schwankungen, weil die Lichter wieder ausgefallen sind, also der Strom flackerte. Und das ist etwas, also das passierte nachts, Donnerstagnachts bei Electrical Repair. Und das passierte den Abend davor, bevor nämlich der Nachbar ums Leben gekommen ist. Ich habe natürlich auch am Mittwoch oder versucht herauszufinden, was mittwochs da passiert ist. Und das Einzige, was ich weiß oder was sich hier zusammensetzt, ist, dass auch da seltsame Dinge passiert sind. Der Strom flackerte, es war so, wie als wäre man irgendwie alle Geräusche weit weg. Also irgendwelche Dinge, psychische Phänomene passierten. Außerdem erschien ein Wesen, das hat ein Nachbar beschrieben. Und dieses Wesen, das war so wie so Seifenblasen, also ganz merkwürdig, was der erzählt hat. Auch so Klauen, die da raushackten. Das konnte durch die Wände auch durch, so hat ihn ja verfolgt. Genau, total seltsam. Aber was ich halt gesehen habe an der Leiche von Mayan Fink ist, dass der wirklich durchtrennt ist und sein Unterkörper fehlt. Und sein Gesicht war ein Gähnen des Grauens und er hatte auch irgendwelche Beulen am Körper, was eventuell Quallengift sein könnte. Zumindest ist das die Vermutung. Ich habe aber noch hätte theoretisch auch noch einen Kontakt, der ich hier vielleicht diese Zusammensetzung des Giftes zeigen könnte, dass sie erklärt, was das ist. Aber das ist halt wirklich sehr, sehr seltsam. Was mit sehr seltsam, wie der Nachbar ums Leben gekommen ist, sehr seltsam, wie George das hätte anstellen sollen. Noch seltsamer, was es mit dieser Maschine auf sich hat und am allerseltsamsten ist, welche Leute da alle involviert sind. Das stimmt. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Am Mittwoch ist ja dieser Fink umgekommen. Und da war George erstmal noch gar nicht verdächtig, weil da gab es erstmal noch gar keine Anzeichen, dass George daran schuld ist. Da George aber dann ja an dem Wochenende, also nach dem Donnerstag, am Freitag, dann halt ja verschwunden ist und nicht mehr ansprechbar für die Polizei, hat er sich halt sehr verdächtig gemacht. Es gab eigentlich noch gar keine Indizien, die dafür gesprochen haben, dass er dafür verantwortlich ist.
also direkten Indizien. Und jetzt ist aber der Verdacht halt nahe, deswegen sucht er auch die Polizei nach ihm. Mhm. Und ist ihm da so ein bisschen auf Fersen. Zumal ja, man ihn ja auch in der Nachbarwohnung des Mordes quasi da vor sich hin wimmernd gefunden hat. Der war gar nicht in so einem guten psychischen Zustand. Ja, genau, der hat sich auch gar nicht für diese, da gab es ja so einen kleinen Aufruhr, ne, wegen diesem Elektrizitätsgeflacker und so. Und dann kam ja auch dann die Polizei und so, und dann wurde ja auch die Tür aufgetreten oder aufgeschlossen von dem Hausmeister nachher, von dem Opfer und so. Da war ja eine Menge Trubel und da hat er sich komplett rausgehalten, und als sie ihn dann wirklich dann ansprechen wollten, da war der irgendwie gar nicht zu gebrauchen, genau. Aber ja, hat man dann da in dem Moment halt so hingenommen, weil da war halt noch nicht wirklich ein Zusammenhang zu sehen. Ist auch immer noch nicht so richtig, außer für dich halt vielleicht, weil du hast halt ein bisschen mehr das Bild mit, ne, du weißt irgendwas mit dem Gerät, das Flackern bei Fuhler, die widersprüchlichen Aussagen von Charlie, da kommen ja schon so ein paar Sachen zusammen, genau. Genau, du hattest mit Marty dann halt noch die Verabredung, er hat dich auch halt darauf gebracht, dass Charlie dich halt angelogen hat und wollte jetzt von dir halt irgendwie auch noch ein paar Infos kriegen, beziehungsweise ihr wolltet das ein bisschen zusammenlegen, damit ihr irgendwie Antworten findet, in welcher Richtung auch immer, weil er muss ja dann sein Chefrede und Antwort stehen. Und du willst ja irgendwie eine Story am Ende auch abgeben können. Ganz genau. Eine Sache, die vielleicht auch noch erwähnenswert ist, wegen diesem ganzen Geflacker, da hast du auch noch einen Kontakt bekommen, wo du da nochmal nachforschen könntest. Genau, das ist Carol, die Bekannte von Charlie, die arbeitet nämlich beim Stromanbieter und kann herausfinden, ob sowohl am Mittwoch zum Tod von Fink als auch Donnerstagnacht, als Preston verschwunden ist, so Spannungsspitzen zu sehen war. Denn das ist das, was mir Charlie gesagt hat, auch aufgrund der Baupläne, wobei ich ja mittlerweile nicht mehr weiß, ob sie nicht auch deswegen gelogen hat. Aber trotzdem, die Maschine braucht halt enorm viel Strom. Genau. Was halt auch dann wieder zusammenpasst, dass da irgendwie diese Schwankungen dann entstanden sind. Da könntest du halt bei der Stadt eventuell noch ein bisschen mehr Informationen rauskriegen zu diesen Schwankungen im Netz. Genau. Ja, für mich hätte aber Priorität jetzt erstmal auch natürlich Infos zu kriegen für Marty abends, damit ich da nicht mit leeren Händen aufmarschiere. Das heißt also, ich würde mich eigentlich zuerst, ich möchte zum Tempel der Neftis, aber davor glaube ich lieber mit Carrington nochmal sprechen oder überhaupt mal sprechen, denn Carrington hat vermutlich eine validierte Meinung zur Madame Isis. Und ich möchte so viele Infos wie möglich haben, bevor ich mich mit der konfrontiere. Ja, direkt hattest du ja mit Kelken noch keinen Kontakt. Ich glaube, du hast schon ein bisschen recherchiert, was das für ein Typ ist. Ne? Du weißt halt, ja, der ist halt jemand, der versucht halt so Medien und Charlatanerie irgendwie aufzuklären. Aber halt trotzdem immer mit dem Ziel, doch irgendwo vielleicht mal Beweise für was Echtes zu finden. Während so Leute wie Houdini sagen, sowas ist halt immer Quatsch. Ja, es ist halt immer nur die Frage, wie du ausgetrickst wirst. Ist er da doch ein bisschen offener für potenziell echte Sachen? Wobei aber er hat bisher noch nichts wirklich entdeckt. Ja. Genau. Und der ist arbeitet ja in einem Institut. Genau, der hat so ein, ja, es ist ein eigenes Institut anscheinend, der hat das erleitet zur Erforschung von übernatürlichen Phänomenen und spirituellen Phänomenen und so, genau. Der ist ja auch Buchautor. Ja. Genau. Eine Sache vielleicht noch, bevor wir dann gleich loslegen, nochmal kurz zu deinen Karten oder deinen Stand als Charaktergrad. Du hast 4 Pushes, das heißt, ne, du kannst bei deiner Ermittlungsarbeit die investieren, um ein bisschen mehr Informationen zu kriegen oder halt Leute so ein bisschen in eine Richtung zu motivieren, sage ich mal, in irgendeiner Form. Du hast den Nachteil Anything for the Story, bedeutet ja, du gehst halt auch gern mal erhöhte Risiken ein, um halt voranzukommen, um aufzuklären, um die Wahrheit rauszufinden. Also vom Typ her halt auch, was halt auch ein Problem ist, was sich auch über die Abenteuer halt, das behältst du halt, es sei denn, es gibt irgendwann mal Anlass, dass du es los wirst, aber im Moment sehe ich den Anlass noch nicht. Dann hast du den Vorteil Martys Respekt, weil du Marty ziemlich gekonnt überrumpelt hast und bei frischer Tat ertappt hast, während er dir irgendwie hinterhergeschlichen ist und ihn dann so ein bisschen mit den Rücken zur Wand gestellt hast. Und ja, da ist er dann doch von beeindruckt und wäre halt auch bereit, dir einen Gefallen zu tun, wenn du
da mal Bedarf dran hast. Auch diese Karte kannst du potenziell in einem späteren Abenteuer einsetzen, wenn du möchtest. Das ist schon relativ wertvoll. Genau, also, aber vielleicht findest du ja auch in diesem Abenteuer eine Möglichkeit. Aber wenn sie weg ist, ist sie weg. Und dann hast du noch den Vorteil, the world must know, die Welt muss Bescheid wissen. Ja, also du bist hier irgendwie in eine richtig große Geschichte reingeraten. Irgendwas wird hier vertuscht und irgendwas ist hier passiert, was normale Menschen vielleicht gar nicht, also was normal, nicht normal ist. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist hier, was so die üblichen Sachen übersteigt. Und wahrscheinlich steckt sogar die Polizei mit drin. Auf jeden Fall bist du sehr motiviert, hier weiterzukommen und kannst diese Karte ausgeben, um einen weiteren Push zu bekommen. Also das ist im Grunde nochmal ein weiterer Gummipunkt, den du zur Verfügung hast. Der würde aber verfallen, wenn der mit dem Abenteuer fertig ist. Genau, das sind so die Dinge noch zu deiner Figur. Also würdest du dich jetzt dann als erstes auf den Weg zum Hubert Carrington machen? Genau. Okay, von dem haben wir ja auch dieses Porträt, das blende ich hier direkt nochmal ein. Das ist er. Und genau, der hat ja sein Institut hat er in New York. Und hat dementsprechend natürlich auch irgendwie ein Büro. Das American Psychical Institute and Laboratory, so hat er es genannt, das findet sich halt ja in New York. Die Adresse ist auch, steht im Telefonbuch. Also da kannst du, ist jetzt nicht kein großer Forschungsaufwand. Ist halt, sind so ein paar Büros in einem größeren, also ist jetzt kein riesen Wolkenkratzer, sind so 10, 12 Stockwerke, die das Gebäude hat. So mittelgroß für New York, und da hat er einige Büroräume wohl für sein Institut. Genau. Und ich mutmaße, du klingelst. Wir haben halt so eine Klingel vorne dran. Da ist jetzt nicht so viel, dass da Leute ein- und ausgehen. Und der macht dann eine, ja, anscheinend irgendwie eine Assistentin oder so oder eine Sekretärin macht auf, fragt, was du möchtest. Und du bittest halt um einen Termin mit Carrington, und sie bittet dich dann kurz zu warten, geht dann rüber in ein Büro, und du musst aber gar nicht lange warten, so nach wenigen Minuten bittet sie dich dann rein in sein Büro. Und das Büro, siehst du, ist voll mit Büchern. Er hat zahlreiche Bücher. Es sieht jetzt nicht so aus wie so ein Herrenhauszimmer, wie man sich das so vorstellt. So, also es ist jetzt nicht so alles alte Eiche und alles sehr dunkel, sondern eher zweckmäßig. Die hat ja auch so ein paar Regale stehen, die sind halt, ja, würde ich sagen, das sind eher so Lagerregale, die sind gar nicht so richtig schön, aber sie bieten ihm halt Platz für seine ganzen Akten. Er hat auch eine Menge Aktenschränke da und Bücherstapel und so. Es ist nicht chaotisch, aber es ist alles sehr zweckmäßig. Ja, so hast du den Eindruck. Genau, und er sitzt da, er ist gut, er hat eine Fliege, hat ein Hemd an, hat jetzt kein Sakko oder sowas, und sitzt an seinem Schreibtisch, macht einen gepflegten Eindruck, ist etwas älter als du. Und als du reinkommst, steht er auch direkt auf, kommt um seinen Schreibtisch herum und reicht dir die Hand. Guten Tag, Sie sind Mrs. Sinclair? Genau, ich schüttel sie auch sehr kräftig und drücke ihm auch direkt meine Visitenkarte in die Hand. Mhm. Ich bin vom Herald Tribune. Ja, Sie kennen vielleicht meine Berichte über die Seabury Investigations. Ach, das war von Ihnen? Das ist von mir, genau. Deswegen. Oh, beeindruckend. Aha, er scheint neugierig zu sein. Du hörst, er hat so einen leicht britischen Akzent. Und er hat einen tief bohrenden Blick. Also er schaut dich sehr. Es ist so eine Grenze zum Anstarren. Mhm. Aber er scheint interessiert zu sein. Also gerade als du auch sagst, wer du bist, merkst du, okay, da ist eine gewisse Neugier, ein gewisses Interesse. Interessant. Nehmen Sie Platz, er deutet dir dann halt zu dem an den Stuhl. Möchten Sie was trinken? Gerne. Kann ich Ihnen nehmen was? Wasser? Kaffee ist gut. Kaffee? Ja, kein Problem. Er geht wieder zur Tür und sagt gerade seiner Assistentin Bescheid, dass sie Kaffee macht. Während er zur Tür geht, gucke ich natürlich sehr neugierig über seinen Schreibtisch, woran er gerade arbeitet, ob ich da irgendwas erkennen kann, ohne dass ich fühlen muss.
Er schreibt gerade, also du hast es auch noch gehört, bevor du reingegangen bist, er hat anscheinend an seiner Schreibmaschine irgendwie geschrieben. Da sind halt auch, du siehst das Papier eingespannt und da ist irgendwas halb fertig geschrieben. Kannst jetzt nicht genau sehen, was da steht. Also da müsstest du jetzt aufstehen und da hingehen. Aber er scheint irgendwie gerade was geschrieben zu haben, hat auch noch ein Buch aufgeschlagen, das so ein bisschen hochkant gekippt ist, wo er anscheinend drin recherchiert hat. Ist jetzt aber auch eher, also das ist kein Foliant, den er da hat, sondern es ist halt so ein moderneres Buch. Und anscheinend geht es da auch um irgendjemanden, der halt sich als Wunderheiler oder Spiritualist oder so bezeichnet und er scheint sich das anzuschauen. Genau, aber nichts, wo du jetzt irgendwie sagst, oh, das hat jetzt hier mit dieser Geschichte zu tun oder so. Ja, dann drehe ich mich auch zu ihm schon um und sage dann zu ihm, während er noch dann zurückkommt, Mr. Carrington, ich glaube, wir beide sind uns recht ähnlich in mancherlei Hinsicht, denn ich bin auch gerade dabei, etwas aufzudecken, mit dem ich denke, dass sie mir helfen könnten. Oh ja, ich bin neugierig, ich bin gespannt, wie ich ihnen helfen kann. Ja. Und er setzt sich an seinen Schreibtisch und faltet seine Hände zusammen und guckt mich ganz erwartungsvoll an. Ich hab überhaupt keine Idee, warum sie hier sind, also schießen sie los. Meine Ermittlungen führen mich gerade zum Tempel der Nephthys. Ja. Und ich habe gelesen, dass sie sich ja auch mit Madame Isis schon mal konfrontiert haben oder sich mit ihr auseinandergesetzt haben. Ja, so, also jetzt nicht intensiv, aber ja, mir ist sie bekannt und der Tempel der Nephthys sagt mir auch etwas, ja. Das stimmt. Ich versuche auch jetzt, wenn er darüber redet, auch ein bisschen rauszulesen, ob er mir irgendwas verschweigt oder ob er mich anlügt. Also nach solchen Dingen halte ich immer Ausschau und frage ihn dann direkt, was können Sie mir denn über den Tempel der Nephthys sagen? Er überlegt kurz. Madame Isis ist ja die Betreiberin dieses Tempels. Also aus meiner Sicht, ich beschäftige mich ja viel mit solchen Sachen und mit solchen Leuten und mit solchen Zirkeln, sagen wir mal. Ja. Ich würde jetzt sagen, da ist also aus meiner Sicht jetzt nichts wirklich Besonderes dran. Ich würde sogar behaupten, es ist ein relativ profaner okkulter, spiritueller Zirkel, den sie da betreibt. Und in nichts, also nichts, was irgendwie größere Aufmerksamkeit meinerseits bedarf, würde ich jetzt mal sagen, ohne jetzt arrogant werden zu wollen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Also sie hat halt da irgendwie ihre Schäfchen um sich geschart und erzählt ihnen halt irgendwelche Dinge, die halt, naja, die Leute halt gern hören wollen. Aber so richtig substanziell aus meiner Sicht ist das alles nicht. Aber jetzt ist es auch nicht wert, da jetzt irgendwie aktiv zu werden im Sinne von, hier werden Leute groß betrogen. Ich sag mal so, wenn ich jeden, der irgendwas von Geistererscheinungen erzählt, hinterherrennen würde, dann hätte ich ziemlich viel zu tun. Ich muss mir auch ein bisschen schauen, womit ich mich beschäftige, wenn Sie verstehen. Aber vielleicht steckt ja doch mehr dahinter. Also wie kommen Sie denn da drauf? Was ist denn da der Zusammenhang? Ich bin deswegen auf diese Person gestoßen, da mir eigentlich nicht unbedingt Madame Isis, aber ihre Assistentin vor die Füße gefallen ist. Aha. Denn ihre Assistentin scheint großes Interesse an einer Sache zu haben, um die ich mich auch gerade kümmere. Denn es geht um George Preston. Und da gucke ich mal, ob ihm der Name... Ich will halt nicht verraten, dass ich die Briefe kenne, ne? Ja, du kannst ja ganz gut die Leute auch lesen. Ja, bist ja schon ganz gut drin. Und als du George Preston sagst, dann merkst du, dass da drehen sich so ein paar Zahnräder bei ihm. So, er versucht den Namen irgendwie gerade einzuordnen. Und dann fällt er anscheinend der Groschen. Ah, ja, ja, Mr. Preston. Ja, stimmt. Auch er hat mich schon auf Madame Isis angesprochen. Das ist ja, da schließt sich der Kreis. Mr. Preston hat mich auch schon auf Madame Isis angesprochen. Ich habe ihm gesagt, was ich von ihr halte. Also, wie ich ja schon sagte, also ihre Performance beruht eigentlich hauptsächlich auf theatralisches Bromborium und den Wissen von ihren
Zirkelmitgliedern, ja, die weiß halt genau, was die Leute hören wollen und was für Probleme sie haben. Ne? Also das habe ich ihm auch gesagt und alles, was sie da sonst so an psychischen Phänomenen irgendwie macht, ist halt alles so die übliche, ich sag mal, Taschenspielertricks, die man so kennt. Das habe ich ihm auch gesagt. George war aber eigentlich so, also er war recht überzeugt von ihr. Ich habe versucht, ihm das auszureden, davon abzuraten, mit ihr Kontakt aufzunehmen oder das zu intensivieren. Das ist nicht erfolgsversprechend. Ja, aber haben Sie Kontakt mit George? Leider nicht. Er ist verschwunden. Oh. Er scheint ehrlich überrascht zu sein. Das wusste er anscheinend nicht. Aha. Verschwunden. Und ich ermittle in seinem Fall und wollte einfach nur die letzten Kontakte und die letzten Verabredungen, die er hatte, nachvollziehen. Deswegen bin ich halt auch hier, weil... Ja, natürlich. Sie versuchen halt seine letzten Stationen abzuklappern, rauszufinden, wo er jetzt ist, ja. Wie kam das denn, dass Mr. Preston dann auch auf Sie zugetreten ist? Er hat mir einen Brief geschrieben. Ich habe ihm auch geantwortet, warten Sie mal gerade. Und er steht auf und geht zu so einem Aktenschrank und zieht die Schublade raus und fängt an, da so ein bisschen drin rumzuwühlen. Ich habe den irgendwo hier noch. Während er da drin sucht, fragt er noch so, haben Sie denn irgendeinen Verdacht, warum er verschwunden sein könnte? Hat er Feinde oder hat er irgendwie Probleme? Gibt es da irgendwie einen Anlass? Also während er da gerade so am Umfächern ist. Er ist momentan Tatverdächtiger eines Mordes. Insofern. Und ich beobachte... Da schaut er dich auch nochmal wieder. Da dreht er sich wieder zu dir in deine Richtung und schaut dich mit großen Augen an. Wegen Mord? Richtig, ja. Hey. Er scheint wirklich besorgt zu sein. Also er macht einen sehr besorgten Eindruck. Oh je, das ist ja... Das klingt ja dramatisch. Warten Sie. Ich suche den Brief raus. Und dann zieht er halt einen Briefumschlag raus aus dem Aktenordner und kommt wieder an den Schreibtisch und holt ihn dann aus dem Umschlag. Der Umschlag ist halt so auf, ne, und holt das Papier raus. Das ist der Brief, den ich von ihm bekommen habe. Und er erreicht ihn dir und er gibt ihn den. Vielleicht hilft er Ihnen ja, den Mann wiederzufinden. Also, und schauen Sie ihn sich gerne an. Ja, vielen Dank. Und reicht ihr den rüber. Ja, ich würde den dann auch erstmal schon mal überfliegen, während ich da sitze. Was hat er von der Maschine da erzählt in dem Brief? Genau, in dem Brief schreibt George an... Carrington. schreibt er, dass er seine Arbeit bewundert und berichtet halt davon, dass er halt ein elektrischer Ingenieur ist. Und er sieht sich so ein bisschen in der Tradition von so großen Erfindern wie Morse oder Bell, also Leute, die halt wirklich bahnbrechende Erfindungen gemacht haben. Denn er arbeitet an einem Gerät, das halt potenziell die Welt verändern könnte, so wie es auch das Radio zum Beispiel getan hat oder so. Also er scheint in diesem Brief schon sehr hoch zu stapeln. Er spricht halt davon, dass halt, das ist halt, ja, wie wir ja jetzt inzwischen auch dank dieser Pioniere wissen, gibt es halt Dinge, die uns umgeben, die wir nicht wahrnehmen können, so wie halt Funkwellen, ja, Radiowellen und Signale und so. Und da gibt es aber sicherlich noch mehr und auch die können wir halt sichtbar machen oder irgendwie verwenden oder abrufen, so wie wir es auch mit Funkwellen machen, davon schreibt er halt. Und er hat halt ein Gerät gebaut, mit dem dieses möglich ist, um halt Geistererscheinungen, die um uns halt unterwegs sind, halt irgendwie sichtbar zu machen oder halt hervorzurufen. Und da arbeitet er halt dran und hat halt auch ist halt auch ein Freund seiner Bücher, die haben ihm da auch geholfen, also die er gelesen hat, die haben ihm auch geholfen bei der Entwicklung seiner Maschine, wofür er sich dann halt auch noch bedankt und er würde halt gerne mit ihm seine Theorien... Warte mal ganz kurz, weil ich wollte gerade was aufschreiben, die Information. Wofür hat er sich bedankt?
Er bedankt sich für die Bücher, die er geschrieben hat, weil da drin hat er halt Thesen gefunden, die ihm geholfen haben, diese Maschine zu bauen. Und deswegen würde er sich gerne auch mit ihm austauschen über Carringtons Theorien und Ansichten, da noch irgendwie tiefer ins Gespräch zu kommen. Okay. Und er würde sich da gerne mit ihm austauschen. Und er würde auch gerne sich über seine Maschine, die er entwickelt hat, austauschen, insbesondere bevor er sie irgendwie öffentlich macht. Ja, also sie ist noch nicht fertig, aber wenn bevor er sie dann halt irgendwie der Öffentlichkeit bekannt macht, würde er halt auch gerne nochmal mit ihm Rücksprache halten. Und er schreibt halt auch, dass er auch angefangen hat, in dem Tempel der Netflix halt an diesen Zeremonien teilzunehmen, weil er glaubt, dass Madame Isis halt wirklich eine Verbindung zu der Geistwelt hat, die er halt auch versucht zu kontaktieren mit seinem Gerät. Und da sieht er halt potenziell halt auch die Möglichkeit, das Ganze noch zu verbessern und noch eine weitere Expertin dazu zu holen. Und davon schreibt er halt auch nochmal. Und fragt halt auch, ob sie vielleicht zusammen sich mal treffen könnten oder halt auch zu dritt. Und was er denn da für eine Meinung zu hat. Also es ist im Endeffekt der Brief, der zu dem passt, wo halt dann Carrington die Antwort drauf geschrieben hat. Den Antwortbrief kennst du ja. Das war ja der, den du bei Fuhler gefunden hast. Ja, aber den George nie bekommen hat. Ja, aber richtig, aber ich lese da jetzt zum ersten Mal den Zweck der Maschine. Ja. Dass er wirklich die gebaut hat, um Geistererscheinungen sichtbar zu machen. Genau. Ich freue mich innerlich, dass ich jetzt den Zweck der Maschine, also Georges Zweck, kenne und werde versuchen, aber trotzdem das nicht unter den Tisch fallen zu lassen, weil ich ja merke, dass Carrington gar nicht so drin hängt gerade. Also weil sein Antwortschreiben war ja interessiert, höflich, aber jetzt nicht drängend oder bedrohlich. Oder ja, so. Nö, das jetzt nicht wirklich. Genau, du kennst es ja. Genau, und passt halt ganz gut auf das, was hier geschrieben wird. Mhm. Er kann ja viel schreiben. Das ist also auch der Gedanke, den du jetzt hast. Mhm, vermutlich kriegt der Kellen immer wieder mal von irgendwelchen Spinnern, die irgendwas Tolles sich überlegt haben, irgendwelche Briefe. Und da sind bestimmt auch viele Sachen bei, die kann man direkt aussortieren. Auf der anderen Seite kann natürlich potenziell auch immer was dabei sein, was für ihn dann halt interessant ist. Und das ist dann wahrscheinlich so ein Fall. Ja, und während du halt da drüber fliegst, gucke ich Carrington halt auch gespannt an. Ich habe ihn auch zurückgeschrieben. Er hat mir jetzt, leider hat er sich nicht mehr gemeldet danach. Aber wenn er jetzt verschwunden ist, dann werde ich jetzt wahrscheinlich auch erstmal nicht mehr von ihm hören. Ja, ich reiche ihm den Brief dann auch wieder zurück. Wenn Ihnen das bei Ihren Ermittlungen hilft, dann behalten Sie den Brief gerne. Ich bestehe da nicht drauf, den zurückzubekommen. Also, vielen Dank. Ich stecke den dann auch in meine Handtasche. Ja, also wenn Sie von ihm hören oder ihn finden oder so, ja, dann geben Sie mir gern Bescheid oder sagen Sie ihm auch, richten Sie ihm aus, dass er sich gern bei mir melden kann. Das würde ich dann machen. Mr. Carrington, ich stehe dann auch schon direkt auf. Je nachdem, wie weit meine Ermittlungen jetzt auch in dem Fall führen und je nachdem, welches Ende natürlich dieser Fall findet, stünden Sie für ein Interview bereit? Ja, selbstverständlich. Für den Herald immer, gerne. Vielen Dank. Dann werde ich mich, wenn es soweit ist, dann nochmal bei Ihnen melden. Ja, dann melden Sie sich gerne noch im Vorfeld, auch wenn Sie da schon, damit ich mich ein bisschen vorbereiten kann, je nachdem, worum es dann konkret geht, können Sie da auch gern schon, müssen Sie nicht, aber das könnte das vielleicht etwas angenehmer machen. Natürlich, gerade wenn George auch interessiert an Ihren Theorien waren, wäre es natürlich immer spannend, für die Gesamtheit des Artikels auch ein bisschen Hintergrundwissen nochmal zusammenzutragen. Aber ich stehe dann auch schon auf. Ne, und ja, dann steht er auch auf und begleitet dich dann zur Tür. Und gar kein Problem. Sehr gerne, sehr gerne. Ich begleite sie noch zur Tür und dann geht er mit ihr noch durch diesen Vorraum. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg bei Ihrer Suche. Ich hoffe, George ist nichts zugestoßen und alles wendet sich dann zum Guten. Ja, vielen Dank. Aber er meint das auch wirklich ernst, oder? Er meint das ernst, ja. Ja, er scheint da wirklich so ein bisschen besorgt zu sein, ne? Also dass er jetzt verschwunden ist und da diese Mordgeschichte, das hat ihn doch jetzt wirklich so ein bisschen überraschend erwischt. Ja. Ja, vielen Dank. Ich gehe auch davon aus, dass sich dieser Mordverdacht als wieder einmal schlechte Polizeiarbeit erweist. Denn es ist immer das Einfachste der Person, die Schuld in die Schuhe zu schieben, die gar nicht da ist. Natürlich, ja.
Und wenn Aber sie gut, dass so Leute wie Sie da hinterher sind, die Wahrheit rauszufinden. Genau, dann wissen Sie, dass ich mich darum bemühen werde, den wirklichen Täter zu finden. Beziehungsweise seine Unschuld zu beweisen. Mhm. Ja, dann ich schüttel seine Hand. Ja. Dankeschön. Ja, dann auf Wiedersehen. Ja, und dann, gehen auch. Ja. Ich glaube, bevor ich zu Madame Isis gehe, weil ich ja nach wie vor, also meine Gedanken sind jetzt, also erstens die, dass vielleicht, also hätte George die Gelegenheit gehabt, Carrington mit ins Boot zu holen, könnte ich mir vorstellen, dass das halt wirklich vielleicht was Interessantes dabei rausgekommen wäre. Finde aber gut schon mal zu wissen, dass der jetzt nicht irgendwie drin hängt und George hat verschwinden lassen und Informationen, also zumindest macht es ja nicht den Eindruck, und Informationen unterschlägt, aber man weiß ja nie. Ja. Deswegen habe ich halt versucht, das ne, auch nicht zu erzählen, mit der, dass ich von der Maschine Kenntnis habe und die, vor allem auch nicht die Baupläne habe, wer weiß, was da dann passiert. Da auch nochmal kurz die Erinnerung, du hast nur die Hälfte der Baupläne. Genau, irgendjemand hat die andere Hälfte. Genau. Oder George hat die ja auch mitgenommen, deswegen, das weiß ich halt nicht. Und deswegen versuche ich mich halt immer nach wie vor noch so ein bisschen bedeckt zu halten, ne, wenn ich mit diesen Parteien spreche. Aber bevor ich zu Madame Neftis gehe, und bei der gehe ich davon aus, dass die vielleicht schon auch ein bisschen dringendere Interessen dran hat, sonst wäre Pearl nicht auch da gewesen. Mhm. Und ich bei solchen Leuten, Fanatiker sind halt immer ein bisschen kritisch. Da würde ich auf dem Weg dahin doch lieber nochmal diese Carol abklappern, die bei dem Stromversorger hier in New York arbeitet. Ja, da bist du ja über Charlie draufgekommen. Die hatte ich da drauf gestoßen. Genau, und Charlie hat ja gesagt, ich darf ja auch sagen, dass ich Charlie kenne. Genau, so auch als Kontakt oder dass du da irgendwie so einen Fuß in die Tür kriegst. Ja, genau. Ja, habe ich den Nachnamen von der? Ich überlege gerade. Lewis? Also wird sie dir gesagt haben. Okay, gut, weil ich habe. Ja. Und sie dann weiß. Wenn ich nichts durcheinander gebracht habe, es müsste Lewis sein. Ich gucke. Wenn ich es mir nicht aufgeschrieben habe. Dann hast du es nicht gesagt, aber sorry, ich hab's. Gut. Oder? Okay. Du machst dich auf den Weg dahin zu diesem Gebäude des Consolidated Gas Building heißt das. Mhm. Also das ist ein 26 Stockwerk hohes Gebäude östlich vom Union Square. Und ich habe hier auch ein Bild. Okay. Nehmen wir mal den Carrington hier wieder weg. Und denn das ist ein recht markantes Gebäude. So, ich mache es auch noch mal ein bisschen größer. Mhm. Weil es so hoch ist und oben auf dem Dach ist halt wie so ein kleiner Tempel, ist da oben drauf gesetzt, wie so ein griechischer Tempel auf dem Gebäude, auf dem Dach, mit einer Bronzespitze oben drauf. Und nachts ist das auch sehr gut ausgeleuchtet und da das Gebäude auch so hoch ist und so markant, hat das auch dir schon öfter mal als Orientierungshilfe in der Stadt gedient. Deswegen ist es für dich überhaupt gar kein Problem, das zu finden. Darum kannst du dich immer ganz gut orientieren, wo du gerade bist. Okay. Ja, da machst du dich hin auf dem Weg. Und Carol Lewis arbeitet in einem Großraumbüro bei den Dispatchern. Das sind die, die halt sich darum kümmern, ne, dass Störungen angenommen werden und Reparaturtrupps rausgeschickt werden und ja, solche Sachen, also dass gerade so Stromstörungen bearbeitet werden und koordiniert werden. Und du fährst mit dem Aufzug da hoch in den 12. Stock, also so ungefähr auf der Mitte, und es macht Pling, die Tür geht auf und der erste Eindruck, den du hast, okay, hier geht's noch chaotischer zu als bei dir in der Redaktion, ja, also in der Zeitungsredaktion, wenn da gerade irgendwie so Hot News gerade am Start sind. Es erinnert dich sehr daran, an das Treiben bei dir in der Redaktion, nur es sind noch mehr Leute und das Frauen-Männer-Verhältnis ist genau umgedreht. Hier sind fast nur Frauen, die hier rumlaufen, die sind hier fleißig am Telefonieren.
Ja, oder lauf von Schreibtisch zu Schreibtisch. Die haben eine große Karte aufgestellt. Da werden anscheinend die Störungen dokumentiert. Da laufen immer mal wieder Frauen hin und pinnen dann irgendwelche Nadeln da irgendwo rein oder nehmen die halt wieder raus in verschiedenen Farben. Da gibt es anscheinend irgendein System. Du hörst auch, es klingelt die ganze Zeit. Es sind die ganze Zeit Leute um dich herum am Telefonieren. Ja, also du stehst da jetzt erstmal und hast erstmal so ein bisschen so, okay, wow, was ist denn hier los? Ja. Muss ja erstmal so ein bisschen den Überblick verschaffen. Und ja, das ist halt so ein bisschen das, was du siehst, ne? Also viele Mitarbeitende, die da halt irgendwie die Anrufe annehmen, irgendwelche Sachen aufschreiben, da zu der Karte gehen und dann halt wieder woanders anrufen. Da ist auch zwei so Verteilstationen, wo dann mal so ein bisschen hin und her gesteckt wird anscheinend. Damit dann halt, da gehen anscheinend mehr Anrufe an, als Telefone da sind. Ja, da ist es ja noch nicht so, dass du in irgendwelche Warteschleifen geschickt wirst, da muss dann halt immer irgendjemand hin und her stöpseln und so. Das ist halt alles noch sehr viel manuelle Arbeit, die da geschieht. Genau, und alles verläuft recht hektisch. Es wird viel telefoniert, ja, und erstmal bemerkt dich auch niemand. Ja. Es macht halt den Anschein wie als wenn gerade eine super heiße Story bei dir in der Redaktion am Start ist. Allerdings, nachdem du dir so ein bisschen Überblick verschaffst, merkst du, das hat auch irgendwo System. Die sind doch recht diszipliniert. Sehr viel ordentlicher als deine Kollegen. Du stehst da und siehst das. Sehe ich Namensschilder auf den Schreibtischen? Nee. Es ist wahrscheinlich nicht so, dass hier häufig Leute herkommen und dann jemanden nach den Namen suchen. Hm. Oder überhaupt Besucher hierher kommen. Irgendjemand, der vorstehend ist, irgendein Schreibtisch, was ich identifizieren kann? Du hast Bürokratie, ne? Warte. Ja. Mhm, okay. Also was du, wenn du das so beobachtest, um zu schauen, okay, wen könnte ich denn hier mal fragen? Oder wer hat hier irgendwie so eine zentrale Rolle? Fällt dir auf, dass es hier ein großes Buch gibt, das ist auf so einem kleinen Podest direkt neben dieser großen Karte, wo da rumgepinnt wird. Dieses Buch scheint irgendwie eine wichtige Rolle hier in diesem ganzen Treiben zu spielen, weil auch immer wieder, gerade bevor Leute zu der Karte gehen oder von der Karte wieder weg und da Änderungen machen, gehen die halt auch immer an dieses Buch und machen da irgendwelche Einträge und blättern vielleicht nochmal ein, zwei Seiten und machen da irgendwas. Das spielt eine wichtige Rolle. Und an diesem Buch selber, das ist halt auch so ein Sockel, damit man das im Stehen halt machen kann. Das ist so ein kleines Stehpult. Und dahinter sitzt so ein etwas älterer Herr. Der sieht so aus, als wenn der gar nichts macht. Aber guckt immer mal wieder, siehst du, er steht dann halt auf und wirft dann nochmal so einen Blick irgendwie in das Buch, ja, und scheint nochmal zu kontrollieren, ob alles in Ordnung ist. Und dann setzt er sich halt wieder hin und guckt sich so ein bisschen das Treiben an. Das scheint so ein bisschen so der zu sein, der hier so ein bisschen so alles im Blick hat. Ist so dein Bauchgefühl erstmal. Ich will in dieses Buch reingucken. Ja, du hast das Gefühl, das Buch ist schon von Interesse. Ja, da wird anscheinend eine Menge rein dokumentiert. Die Frage ist ja, ob der Typ irgendwann mal aufsteht und sich einen Kaffee holt oder so. Wie unauffällig kann ich mich hier rumdrücken, bevor der mich bemerkt? Also du kannst dich hier, wenn du so ein bisschen das Tempo der Damen, die hier sonst so rumlaufen, mit annimmst, dann kannst du da schon so ein bisschen drin rumhuschen, sag ich mal. Mhm. Könnte natürlich sein, dass du vielleicht der einen oder anderen da mal aufhältst, so von wegen, wer sind sie denn? Ja, aber so, also du könntest schon versuchen, da so ein bisschen drinne will ich. Zu verschwinden. Das will ich machen und dann halt den Moment erpassen, wenn der mal auf Klo geht oder sich einen Kaffee holt oder so. Hm. Wenn ich mir so ein Klemmbrett irgendwo schnapp, was hier rumliegt. Ja, kannst an irgendeinem Schreibtisch, da ist halt gerade ein unbesetzter Schreibtisch, da sind so ein paar Unterlagen, da kannst du dir irgendwie mal so ein Klemmbrett und einen Stift halt nehmen und dann, ja klar, kein Problem. Okay, ja. Ab, cool. Bis er mal weg ist. Ja, dann würde ich vorschlagen, damit du da so ein bisschen drin untertauchst und auch aber trotzdem so in dem Bereich bist, wo so also rumzirkelst, wo er ist, ohne aufzufallen und halt auch den passenden Zeitpunkt für dich zu finden, wann du da anfängst, so aktiv jetzt, okay, jetzt gehe ich das Risiko ein, jetzt komme ich raus aus meiner Defensive. Würdest du einen Push für Bürokratie ausgeben?
das so ein bisschen abzuschätzen und dann halt auch relativ schnell halt auch, willst dich ja auch nicht lange damit beschäftigen, du willst ja auch schnell sehen, die Informationen, die du haben willst, von der du mir gleich sagst, wonach du suchst. ja, aber... das ist mir vielleicht eingefallen. Ja, ja, das heißt, ich gebe jetzt einen... Also, einen der Gummipunkte. Ich nehme jetzt einen der Gummipunkte, gebe ich aus. Ja. Ja, und genau. Das heißt, dann kann ich jetzt... Ja, dann würde Folgendes passieren. Ja, du verschwindest so ein bisschen in diesem ganzen Trubel. Und hast aber immer diese Karte und das Buch im Auge und den Typen. Und irgendwann steht er auf, nimmt sich seine Kaffeetasse und verschwindet. Ja, er sagt noch irgendwas zu einer anderen Mitarbeiterin gerade, bevor er geht. Du weißt nicht was, es ist zu laut. So nachher kannst du nicht das mitkriegst. Und bewegt sich dann Richtung Fahrstuhl und fährt anscheinend weg. Ja, das ist der Moment. Da bin ich dann zum Buch. Und ich gerade gehe ich ja davon aus, dass in diesem Buch eingetragen wird, was da passiert. Und ich würde, das ist jetzt so mein Gedanke, bevor ich den ersten Blick reingeworfen habe, natürlich sofort gucken wollen, was Mittwochabend und Donnerstagnacht halt passiert ist in den Gebieten. Aber ich muss erstmal gucken, was da überhaupt drin steht. Aber so mit dem Impuls gehe ich daran. Ja, also du gehst erstmal hin und schaust dir erstmal die aufgeschlagene Seite wahrscheinlich an und siehst dann relativ schnell, ja, hier werden anscheinend eingehende Anrufe dokumentiert und auch die Lösungen. Also, wenn dann irgendwie ein Reparaturtrupp losgeschickt wird, wird hier dokumentiert, welcher Reparaturtrupp wurde losgeschickt. Und die melden sich ja dann auch irgendwann wieder zurück, wenn die fertig sind oder wenn die noch irgendwas brauchen oder es länger dauert, ne, um so einen Status zurückzugeben. Das wird hier auch dokumentiert. Also wenn das dann abgeschlossen wird, dann wird das auch abgehakt entsprechend und markiert. Und du siehst halt eine Menge offene Fälle gerade auf der Seite, wo du jetzt gerade bist. Da sind wenig abgeschlossene, weil das ist anscheinend auch die aktuelle Seite. Und während du halt so guckst, kommt auch eine von den Mitarbeiterinnen gerade vorbei. Ja, ignoriert dich so halb, ja, du stehst ja nicht direkt an dem Buch, ne? Gehst so ein, zwei Schritte nach hinten, um zu gucken, was, ne, um dir aus dem Weg zu gehen. Und sie blättert halt ein, zwei Mal irgendwie zurück und sucht dann irgendwas und macht dann halt da auch wieder eine Markierung rein und stöhnt so ein bisschen. Ja, es scheint ziemlich stressig zu sein, der Job. Also du merkst, sie ist auch ein bisschen genervt und gestresst und deswegen fällt es auch leicht, dass du nicht auffällst, weil die hat ja gar keinen Nerv dafür, sich gerade irgendwie damit zu beschäftigen, was hier für Leute rumlaufen. Geht sie denn danach dann wieder zu der Karte? Ja, genau. Danach geht sie dann auch zur Karte, nimmt den Pin raus, pinnt den dann da, wo alle anderen auch sind, Pins, und geht dann wieder zurück Richtung ihr Telefon. Dann möchte ich halt schnell blättern, weil wenn das nach Datum sortiert ist, was halt Mittwochabend und Donnerstagnacht, das sind so die, da möchte ich... Ja, du musst dann schon ein paar dicke Seiten dann halt zurückblättern. Eigentlich auch. Ja, gut, dafür hast du ja deine Bürokratie gerade ausgegeben. Und schaust dir da, ob du da irgendwie auf die Schnelle einen Überblick finden kannst. Ist natürlich jetzt ein bisschen Stresssituation und jeden Moment könnte jemand kommen, der irgendwas in dem Buch machen will und du blätterst halt hier irgendwie in der Geschichte rum. Aber du findest halt die letzte Woche und in der Nacht von Finks Tod siehst du, dass es auf jeden Fall in dem Gebiet von dem Apartment mehrere Beschwerden gab wegen Stromschwankungen oder Stromausfall. Sowohl aus benachbarten Apartmentgebäuden als auch ein Drugstore, der da in der Nähe ist. Die meldet das wohl. Und was so aussieht, ist, dass da ein Reparaturtrupp dann losgeschickt wurde und der zurückgemeldet hat, als die ankamen, war alles in Ordnung. Da gab es nichts zu tun. Die konnten nichts feststellen und sind dann unverrichteter Dinge wieder weggefahren. Und wenn du dann weiterblätterst, so, ja, weil du willst ja vermutlich auch dann gucken, was war am Donnerstag, also am nächsten Tag, ne? Siehst du auch, ja, okay, da gab es auch so ähnliche Einträge, also auch mehrere Meldungen von Stromschwankungen oder Ausfällen in einen Bereich, der sich da bei Fuhler Electrical Repair befindet. Und auch hier war kein Problem feststellbar. Also auch hier sind die Mitarbeitenden losgefahren halt, ne, der Reparaturtrupp, und hat sich da was angeschaut und gesagt, ne, hier ist nichts. Was ich natürlich jetzt suche, ist, weil irgendwo muss Preston ja sein. Und ich habe jetzt ja, wenn ich davon ausgehe, dass der vielleicht immer noch untergetaucht ist, mit der Maschine, finde ich auf die Schnelle heute oder gestern Nacht, ne, sagen wir mal gestern Nacht, weil wenn er vielleicht irgendwas macht,
dann wird er das vielleicht nachts tun. Finde ich diese Störfälle, bei denen es keine, bei denen dann doch alles in Ordnung war, finde ich die für letzte Nacht in irgendeinem Gebiet? Also du suchst einen vergleichbaren, ne, also nach einem vergleichbaren Fall nochmal irgendwie in der Gegend. Dann findest du in der Häufung, ja, also jetzt nicht gestern, aber an Anfang der Woche, da gab es auf jeden Fall, am Montag war nochmal so eine Schwankung und am Wochenende auch nochmal, also irgendwie am Sonntag war auch nochmal eine Schwankung. Gestern jetzt direkt nicht. Aber es gab wohl öfter auch, und dann auch an einer Nacht halt irgendwie so zweimal, Montag auch irgendwie zweimal oder so, also das ist schon auffällig, ja. Und in welchem Gebiet? Ja, in dem Gebiet, wo auch Fuhler Electrical Repair ungefähr ist. Also es ist jetzt nicht, es ist halt so ein Block, ne, aber in dem Block ist zufällig, wie du ja weißt, auch die Werkstatt. Okay. Das ist schon interessant. Ja, auf jeden Fall. Also unter der Annahme, dass die Maschine halt viel Strom verbraucht, ja, und er hat sie Mittwoch benutzt bei sich zu Hause und hat diese Stromschwankungen ausgelöst. Donnerstag. Am Donnerstag ist sie auch benutzt worden anscheinend und sie ist auch nochmal am Sonntag und am Montag benutzt worden. Vielleicht auch noch, aber du kannst halt nicht, du kannst hier nicht, ne, also das sind so die Sachen, die du jetzt findest. Wenn du das Buch mitnehmen würdest, könntest du wahrscheinlich, bist dir sicher, du könntest noch ein konkreter Zeitfenster ausmachen und vielleicht auch noch mehr Fälle finden. Aber dann kommt auch doch auch schon wieder eine von den Mitarbeiterinnen und schiebt dich so ein bisschen beiseite, so nach dem Motto, hä? Und die guckt dich auch so ein bisschen irritiert an, weil du hast halt, bist halt irgendwo in der Vergangenheit. Ja. Und die denkt sich so wahrscheinlich, was soll das? Und, ich lächle auch nur entschuldigend und lass sie dann. Und dann macht sie auch direkt weiter so. Ja. Und du hörst auch, wie sie sich da so ein bisschen in sich hineinmurmelt. Die spinnen doch, was soll das? Er sagt ja, wir sollen die Anzahl der Anrufe reduzieren. Wie sollen wir denn das hinkriegen? Also ich scheint sich irgendwie so inhaltlich irgendwie über ihren Chef zu beschweren oder so. Also Stand jetzt würde ich aber sagen, ich habe erstmal alle Informationen, die ich brauche, die mich interessieren, nämlich dass die Maschine noch da ist und dass die auch noch irgendwo in der Gegend ist von Fuhler Electrical Repair und dass die mehr wissen, als sie gesagt haben und dass die Maschine noch, Anscheinend. Damit würde ich mich jetzt hier auch aus dem Staub wieder machen wollen, ohne mit Mary zu sprechen. Ja. Ja, kein Problem. Dann, hier wieder rauszukommen, ist überhaupt kein Problem. Mhm. Hat natürlich jetzt ein bisschen gedauert, weil, ne, du hast ja da erstmal dahin und dann die Situation abpassen und so, aber. Mhm. Hast du ein bisschen Zeit, hättest du noch, bevor du jetzt dich mit Marty treffen willst? Ja, gut, weil dann möchte ich zum Tempel der Neftis. Weil das sind die Infos, die ich ihm versprochen habe. Auch wenn ich immer noch nicht so genau weiß, wie ich der gegenübertreten soll. Ich glaube, ich riskiere es einfach mal. Weil Pearl schließlich ja auch weiß, was ich vorhabe. Ich riskiere es und bin, das denke ich mir, während ich auf dem Weg dahin bin, dass ich ihr sage, dass ich nach der Maschine suche oder nach George. Ja. Ja, okay. Ja, du kennst ihr Geschäft ja schon, ne? Das liegt ja in der etwas besseren Gegend, in der einige kleinere Geschäfte und Apartmentgebäude stehen. Und das war ja früher anscheinend eine von diesen kleineren Kirchen, die von der schwarzen Community irgendwie in Geschäftsräumen aufgemacht worden sind. Aber jetzt halt nicht mehr als Kirche fungiert. War ja Kirche, ne? Und du warst ja schon mal da, gar kein Problem. Ja, jetzt haben wir es halt Tag hell, es ist jetzt keine Seance oder so eine Kommunion oder so, wenn du jetzt ankommst und betrittst den Laden. Und überrascht Madame Isis, die da gerade anscheinend sitzt irgendwie und Radio hört. Und als du reinkommst, ist sie ein bisschen erschrocken. Steht auf, macht das Radio aus. Guten Tag, ich habe gar nicht mit Besuch gerechnet. Madame Isis, ja, ich war ja gestern hier. Ja, ich erinnere mich. Sie waren gestern hier, gestern Abend zu unserer Kommunion. Hat es Ihnen gefallen? Ja. Also ich bin sehr fasziniert von dem, was sie hier tun und habe leider noch keine weiteren Informationen auf dem nicht übernatürlichen Weg bekommen über die Person.
Ach, das tut mir ja leid. Du merkst, wie sie so wieder sie war einen kurzen Moment überrascht und hat so ein bisschen so, ja, wie eine normale Person gewirkt. Aber jetzt setzt sie wieder ihre Mysteriummaske auf, so ungefähr. Ja, manchmal braucht man Geduld, mein Mädchen. Manchmal braucht man Geduld. Aber wenn ich dir helfen kann, setz dich doch. Und dann deutet sie halt auf den freien Platz. Ja, ich setze mich. Wie kann ich dir denn helfen? Vielleicht finden wir ja doch irgendwas heraus. Vielleicht können wir dir ja doch weiterhelfen. Und ja, vor allem, weil die Person, nach der ich suche, die war auch hier. Und eigentlich dürften sie sie vielleicht doch sogar kennen. Es geht um George Preston. Da zuckt so ein bisschen ihr Augenlid kurz, so, als du den Namen fallen lässt. George. Ja, George war auch hier, ja. George war auch, warte hier, ist ein Sucher nach Wahrheit. Genau. Er hatte viele Fragen über das Leben nach dem Tod. Und über meine Talente, als er hier war. Ich erinnere mich. George ist verschwunden. George ist verschwunden, ja. Und ich habe Sorge, dass ihm was zugestoßen ist. Ja. Ja, das wäre ja schrecklich. Also ich weiß jetzt nicht, wo George ist, aber wir können gerne versuchen, Kontakt herzustellen. Sie meint das tot ernst, ne? Ja, sie versucht irgendwie ihre Rolle weiter aufrechtzuerhalten, ja. Du hast ja auch noch immer so eine Rolle, die du gerade noch spielst. Also ihr beide seid ja noch so ein bisschen da, ne? Ist gerade interessante Spannung hier in dem Raum. Ja, ich lehne mich danach so vor und sage dann, Madame Isis, ich habe sie angelogen. Sie lehnt sich zurück und guckt dich erwartungsvoll an. Ich bin Journalistin. Sie nickt wissend, als hätte sie das schon die ganze Zeit gewusst. Und Journalistin. Ja, und ich ich ermittle in einer interessanten Story, die natürlich mit George Prestons Verschwinden zu tun hat, aber auch mit den Dingen, die ihn interessiert haben. Und ich bin da einer ziemlich großen Sache auf der Spur, denke ich. Denn ich glaube, dass George kurz davor war, das, was sie hier tun, sichtbar machen zu können. Sie sind da ja auf einer ganz heißen Sache dran anscheinend, ja. Sie scheint so ein bisschen beleidigt zu sein, merkst du? Ja, sie macht so ein bisschen angefressenen Eindruck, versucht aber die Kontenance zu wahren. Und wie kann ich Ihnen jetzt dabei helfen? George war ja hier, weil er sie als Expertin für seine Arbeit benötigt hat. Ja, er hat mir von seiner Maschine erzählt. Ja. Und hat mich halt viel gefragt zu meinen Fähigkeiten und das Leben nach dem Tod. Er zeigte ein bemerkenswertes Gespür für das Außerweltliche. Er hatte anscheinend ein Talent, das meinen gar nicht so unähnlich ist, und ein Gespür für die Dinge, die außerhalb unserer Wahrnehmung liegen. Und er hat mir auch von seiner Maschine berichtet. Ja, und nun ist er verschwunden. Und die Maschine mit ihm. Tja. Da gucke ich sie ein bisschen stirnrunzelnd an, weil ich hatte ja nichts weiter von der Maschine oder ob sie verschwunden ist oder nicht gesagt. Ja, aber du weißt ja, dass die Assistentin rumgerannt ist, um halt irgendwie zu recherchieren. Also aber irgendwie war sie anscheinend ja schon selber aktiv. Aber die war nicht in der Wohnung. Da war sie ja nicht drin. Nee, da wollte sie ja rein. Ja. Können Sie sich denn vorstellen, wer da noch Interesse dran hat, diese Maschine verschwinden zu lassen? Zusammen mit George vielleicht sogar? Ich weiß nicht, ob George Feinde hatte. Ich kann mir das kaum vorstellen. Er machte halt eher einen sehr umgänglichen Eindruck auf mich. Sehr, sehr freundlicher, aber auch sehr zurückhaltender Mann. Ich habe nur einen noch mitbekommen, dass George seine Stimme erhoben hat. Das war
vor ungefähr einer Woche, als er hier vor dem Tempel, wurde er von einem anderen Mann angesprochen. Ich weiß nicht, worum es genau ging. Ich glaube, um Geld. Da habe ich das einzige Mal, dass ich erlebt habe, dass er irgendwie seine Stimme erhoben hätte. Vielleicht hat der irgendwas damit zu tun. Vielleicht gibt es da irgendwie was Anlass. Wie sah der Mann denn aus? Ja, also ich beschreibe den dir so grob, ja, so was er halt mitbekommen hatte, und würdest du da, passt auf Marty, die Beschreibung, würdest du sagen? Okay. Wenn, vielleicht hilft das weiter. Ich werde die Augen offen halten. Aber und wenn sie diese Maschine finden, also ich hätte da wirklich Interesse dran, an dieser Maschine mir das genauer anzuschauen. Also wenn da wirklich was dran ist, was George da erzählt hat, dann könnte so etwas die Branche schon verändern. Das stimmt. Und wenn er wirklich Geldprobleme hat, dann sollten sich die mit so einer Maschine sicherlich auch beheben lassen. Da bin ich mir sicher. Also wenn er sich irgendwo aus Angst vor irgendwelchen, sagen wir mal, Dubiosen Geschäftspartnern, ja genau, irgendwo untertaucht, aus Angst da irgendwo Konsequenzen zu fürchten. Falls seine Maschine funktioniert, müsste er sich eigentlich gar keine Sorgen machen. Falls sie ihn finden, richten sie ihn das gerne von mir aus. Meine Arme sind offen, ich bin da jederzeit bereit, ihm zu helfen. Und wenn ich ihm noch irgendwie helfen kann, George zu finden, natürlich, auch ich mache mir ja auch Sorgen, aber du merkst, die will die Maschine, George ist ihr egal. Ja. Was hat George Ihnen denn von der Maschine erzählt? Wie funktioniert das, was er da gebaut hat? Er hat versucht, mir das zu erklären, aber ich bin ganz ehrlich, Mädchen, das habe ich nicht verstanden. Glaube ich ihr das? Ja, zum gewissen, also du hast ja auch die Pläne gesehen. Und das ist schon, ne, und du hast dich auch mit Charlie so ein bisschen drüber unterhalten, und wenn die halt im bestimmten Level war, dann auch, als ich mit dir über die Pläne gesprochen habe, dann warst du halt, da musst du halt schon ein gewisses Verständnis von Elektronik und Technik und so weiter haben. Und wenn er wirklich so ein bisschen nerdig ist, sagen wir mal, wovon man ja wohl ausgehen kann, und dann halt auch so da so in so einen Erklärschwall verfällt, kann gut sein, dass sie das vielleicht gar nicht so richtig verstanden hat. Okay. Falls es ihnen vielleicht weiterhilft, jetzt wo ich gerade drüber nachdenke, es scheint auch so, als würden in letzter Zeit, als wäre es nicht der einzige Elektriker, der in letzter Zeit verschwunden ist. Erst gestern bei unserer Kommunion, als sie dabei waren, da war eine Frau dabei, die wissen wollte, ob eine Person tot oder lebendig sei. Denn also ihr Ehemann, der vor 2 Tagen nicht nach Hause gekommen ist, und er war auch Elektriker. Oh, das ist wirklich interessant und kann ja kein Zufall sein. Wie heißt der Mann? Das weiß ich nicht mehr. Sie überlegt, aber aber die Frau, die Dame der Frau, warten Sie, jetzt muss ich gerade selber schauen. Einen Moment. Annie Sims. Eddie Sims. Warten Sie, und sie geht halt zu so einem, ja, so, hat so ein kleines Notizbuch, und und schreibt ihr irgendwie auf so eine Notizzettel die Adresse. Vielleicht kann sie Ihnen weiterhelfen. Danke. Ja, gerne. Und wie gesagt, wenn ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen kann, damit Sie George und die Maschine wieder finden, dann ich bin hier. Ja, danke. Gut zu wissen. Du merkst halt, ist so ein bisschen, also sie ist ja, sie hofft halt irgendwie an die Maschine ranzukommen, aber lieber ohne dich. Aber zur Not. Naja, wir machen. Ja. Gut, dann stehe ich auch auf.
und bedanke mich nochmal und sage dann, sie werden es mit Sicherheit mitbekommen, wenn George wieder da ist, was wir ja alle hoffen. Ja, natürlich. Und dass die Maschine wieder auftaucht. Ja, welche? Ich drehe mich so um zum Gehen, bleib dann aber stehen und drehe mich dann wieder zu ihr. Wenn diese Maschine Dinge sichtbar machen kann, welche Risiken und Gefahren gehen von so einer Maschine aus? Ja, oh, und dann, und jetzt merkst du wieder, da hast du sie jetzt gerade wieder so ein bisschen an und dann richtet sie sich so ein bisschen auf und richtet ihren Mantel zurecht. Und nun, das kommt ganz drauf an. Die jenseitige Welt ist vielfältig. Es gibt gute Geister, es gibt böse Geister, es gibt Licht wie auch Schatten. So wie in unserer Welt. Stellen Sie sich vor, Sie rufen irgendjemanden an. Wer weiß, vielleicht ist es ein guter Mensch, vielleicht ist es auch ein böser Mensch. Es ist schwierig. Das ist natürlich, birgt das Ganze eine gewisse Gefahr, der Kontakt mit der jenseitigen Welt von uns. Aber das sollte uns nicht daran hindern, es zumindest zu probieren, denn das Potenzial ist ja. Wer möchte nicht mit seinen verstorbenen Liebsten wieder Kontakt aufnehmen oder mit anderen Wesen, die vielleicht jenseits des Schleiers uns umgeben? Ja, und sie fängt an, wieder so ein bisschen so ihre Mantras runterzuflattern. So schwafeln, ja, aber. Ja, aber du merkst so, ja. Also keine Antwort, mit der du was anfangen könntest. Ja. Vielen Dank. Dann sehen wir uns bestimmt bald wieder. Aber sicher. Gerne. Ja, vielleicht auch nicht so gerne. Aber ja. Sie öffnet dir die Tür. Ja, ich gehe dann auch. Wie viel Zeit wäre noch, bevor ich Marty treffe? Könnte ich nochmal zu der Frau, deren Mann verschwunden ist, oder ist nicht genug? Ja, ich würde sagen, das kriegst du noch unter. Und danach könnten wir dann vielleicht einen kleinen Cut machen, bevor du zu Marty gehst. Dann passt das, glaube ich, ganz gut. Ja. Dann mache ich mich auf den Weg zu der Adresse, die ich von Madame Isis gekriegt habe. Ja, alles klar. Wohnt in einer sehr ärmlichen Gegend, in der Nähe auch, also ich sag mal, ja, irgendwo auch dem Gebiet, wo Fuda's Electric Repair ist und auch George sein Apartment so, aber in einer doch etwas heruntergekommeneren Gegend. Und ist halt in so einer Mietskaserne, ja, also viele, viele Mietwohnungen sind da drinne und du findest halt auch das Apartment, in dem sie anscheinend wohnt. Eddie Sims, er hat ein Schild, aber keine Klingel, weil das ist dann doch irgendwie noch ein bisschen einfach hier. Klopfst an und dir öffnet eine Frau in ärmlicher Kleidung, untergewichtig offensichtlich, öffnet dir die Tür. Du kennst sie auch noch, du hast sie gesehen, die war bei der Seance dabei und die war auch völlig aufgelöst. Und jetzt, wo du sie halt auch nochmal in ihren Alltag siehst, die hat sich anscheinend für diese Seance ein bisschen rausgeputzt gehabt. Jetzt siehst du sie ja im Grunde so, ne, wie sie normalerweise rumläuft. Und du kennst diesen Typ Frau, ja, die hat drei Kinder und muss sich dann in der Brotreihe anstellen, ja, und sie kriegt selber dann auch nicht genug davon ab. Wirkt direkt ein bisschen nervös, als du da stehst, ja, in deinen ja, ich weiß, du hast einen Hosenanzug an und so, ne, also ist auch, sie ist erstmal ein bisschen überrascht, ja, und du siehst halt alles recht ärmlich, halt auch hinten in der Wohnung, halt, sehr einfach. Und du hörst halt auch die Kinder irgendwie in dem Nebenzimmer gerade rumtoben. Mrs. Sims, richtig? Nehme auch sofort ihre Hand und schüttel sie, ohne damit sie, überrumpel sie ein bisschen. Mein Name ist Vivian. Ich war ja auch bei Madame Isis. Ja, Sie waren gestern bei Madame Isis, richtig? Ja. Richtig, bei der Seance. Ja, und ich war heute wieder bei Madame Isis, weil ich ja auch jemanden suche. Und Madame Isis war so freundlich, mir mehr Informationen zu geben, denn ich habe das Gefühl, dass wir vielleicht einiges gemeinsam haben. Denn die Person, die ich suche, ist ebenfalls Elektriker und das kann auch kein Zufall sein, dass ihr Mann
Und meinen Sie, da steckt noch mehr hinter? Ich habe so ein Gefühl. Ja, sie tritt so einen Schritt zur Seite, damit du rein kannst? Zumindest auch, und das mache ich dann auch, ich trete ein, zumindest scheint auch Madame Isis zu denken, dass das nicht alles nur Zufall sein kann. Oh ja, das ist natürlich, wenn Madame Isis das sagt, merkst du direkt, dann. Ja, was möchten Sie denn wissen? Wie kann ich Ihnen denn helfen? Würden Sie mir vielleicht mehr von Ihrem Mann erzählen und von seinem Verschwinden? Ja, Max, mein Ehemann, ja, der ist also, ist jetzt ist es ja schon 3 Tage her, da ist er nicht nach Hause gekommen. Ich bin mir, also sie reibt sich so ein bisschen die Hände, sie scheint wirklich ein bisschen unsicher zu sein. Ich bin eigentlich, also ich weiß gar nicht, ich zuerst dachte ich, er ist vielleicht mit seiner letzten Bezahlung durchgebrannt. Denkt die eine Hälfte von mir, die andere Hälfte von mir denkt, er ist vielleicht überfallen worden und liegt irgendwo in der Gosse. Ich habe echt keine Ahnung, wo er ist. Er hat halt die letzten Wochen und Monate hat er halt immer Arbeit gesucht. Wo hat er zuletzt gearbeitet? Oh, das ist schon lange her und ja, sie nennt ihn eine Elektrikerfabrik. Aber du weißt es, die hat halt auch im Zuge von der Wirtschaftskrise halt dicht gemacht. Und er hat immer wieder Jobs gesucht. Und ich hab ihn dann, er hat erzählt, dass bei Fueler, dass er da Hoffnung hätte, eine feste Stelle zu bekommen. Er hat wohl Mitarbeiter verloren und hatte da ganz gute Hoffnung, da eine Stelle zu kriegen, bevor er verschwunden ist. Mhm. Das wäre wirklich ein Segen, das wird uns wirklich, naja. Und da ist er dann hin und dann ist er nicht wiedergekommen. Danach habe ich ihn nie wieder gesehen. Ich bin, ja. Also erst zu Fueler gegangen. Ja, er wollte zu Fueler und dann war er dann, also wenn er, wahrscheinlich war er den ganzen Tag da, aber er ist abends dann nicht zurückgekommen, wie es eigentlich sein sollte. Ich bin dann am nächsten Tag hin, da zu Fueler und hab mit den anderen Männern, die da nach Arbeit suchen, hatte ich gesprochen. Und einer hat mir erzählt, dass Fueler ihn auch auf Tagesbasis, also er hat ihn angesprochen und hat ihn auch rein, also auf Tagesbasis arbeiten lassen. Deswegen, ich weiß nicht, vielleicht ist er mit dem Lohn des Tages dann weg. An welchem Tag genau war das? Das war am Montag war es, ja. Montag. Und ich bin dann zu Mr. Fueler und habe den auch nochmal gefragt, was wegen Max, wenn er ihn reingeholt hat. Und der hat mir erzählt, ja, er wäre halt nicht gut genug gewesen. Also er hat halt den Tag Probe gearbeitet, aber dann ist er halt gegangen. Ja. Ja, und dann bin ich halt zu Madame Isis halt, weil ich halt auch nicht mehr wusste, wo ich hin soll. Mein Pastor hält nicht viel davon. Ich habe ihn auch gefragt. Er verurteilt das. Aber sehen Sie, was soll ich denn machen? Ich bin verzweifelt, er ist weg und wir brauchen das Geld. Und ich meine, in der Bibel gibt es auch eine Hexe, die mit den Toten spricht. Und ich brauche halt Antworten. Ich... Und mein Max ist nicht so einer, der einfach durchbrennt, der sich mit seinem ersten Gehalt dann abfüllt oder so. Mhm. Nein. Ich bin auch jeden Tag bin ich am Leichenschauhaus, um zu fragen, ob sie ihn vielleicht gefunden haben. Aber auch da keine Spur. Meine Nachbarin muss dann immer auf die Kinder aufpassen. Ja, ich versuche ein paar tröstende Worte zu finden. Ich rede ja öfter mit Betroffenen, mit Opfern und mit Zeugen und so. Deswegen, also ich teile ein bisschen mein Leid mit ihr, weil ich ja auch jemanden suche. Und der hat nämlich zufällig auch bei Fueler gearbeitet. Deswegen, das kann doch kein Zufall sein. Und meinen Sie, da steckt irgendwas hinter? Ich weiß nicht, ich werde es aber herausfinden, das verspreche ich Ihnen. Und sollte irgendetwas wirklich mit Mr. Fueler zu tun haben, dann muss dieser sie natürlich für ihren Verlust entschädigen. Ja, sicherlich. Ja, wenn der was damit zu tun hat, meinen Sie wirklich, dass der was damit zu tun hat? Ich
Ich weiß es nicht. Aber sie ist ein bisschen irgendwie... Ich glaube, und dann damit mache ich mich dann zum Gehen auf, ich glaube, sie werden überrascht, was Menschen so tun. Ja. Ja, wer weiß. Vielleicht hat mein Max ja auch irgendein dunkles Geheimnis gehabt, von dem ich nichts weiß. Aber ja, wenn sie was rausfinden, dann melden sie sich bitte bei mir. Hat Max, ja, und ich bin ja schon, zieh mir dann wieder meine Jacke über, hat Max den Namen George Preston mal erwähnt? Nein, nicht, dass ich wüsste. Okay. Sollte ich herausfinden, warum Elektriker in der Nähe um Fuhler herum verschwinden, ich lasse es sie wissen. Ja, ja, vielen Dank. Ja. Sie bedankt sich noch mehrmals und schüttelt ihr noch die Hand und so. Ja. Und ich werde auch noch mal zu Madame Isis gehen. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Ja, ich drücke die Daumen. Ja, und dann, ja, mir tut die auch wirklich leid. Und das sind, das sind immer so die Opfer in solchen Geschichten. Und man kann, also da ist dann bei mir wieder so ein bisschen der Drang geweckt, dass sie wirklich eine Entschädigung dafür bekommt, was da irgendwelche korrupten, komischen Leute da im Hintergrund da machen. Ja, ja, und ja, dann habe ich erstmal alle Informationen, die ich zusammentragen konnte tagsüber, denn mein Plan wäre, um vielleicht schon mal den Plan zu erzählen, ja, wäre Marty wirklich davon zu berichten, weil vielleicht brauche ich auch ein bisschen seine Hilfe, wenn ich nämlich jetzt vielleicht auch nachts mal bei Fühler einsteigen will. Ja, alles führt dahin, dass bei Fühler das nicht ganz sauber läuft. Dass da irgendwas nicht so ganz so läuft, wie es sollte. Ja, das kann sein. Und dann ist ja auch noch Charlie, die ja irgendwie noch mehr weiß, als es den Anschein hat. Oder dir irgendwelche Sachen anders erzählt hat, als sie wirklich passiert sind, anscheinend. Ganz genau, deswegen. Also das wären jetzt so meine nächsten Punkte. Mit Marty sprechen, aber ihn auch doch so weit zu informieren, als dass ich ihn jetzt brauche für ein paar nicht so ganz legale Dinge. Ja, er schuldet dir einen Gefallen. Also da könntest du sicherlich irgendwie auf ihn zurückgreifen. Okay, dann machen wir an der Stelle jetzt erstmal einen Cut und gucken dann beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Super. Also, bis dann.